Vincent, Vincent, Solidaritätsmarsch für den Bürgermeister von Lay-les-Roses. Vincent Jeanbrun ist zur Symbolfigur angesichts der gewalttätigen Ausschreitungen der letzten Tage geworden. Sein Haus wurde in der Nacht zum Sonntag mit einem brennenden Auto angegriffen. Seine Frau und eines der Kinder wurden verletzt. Seine Botschaft heute: Wir lassen uns nicht einschüchtern, nicht unterkriegen. Krempeln wir die Ärmel hoch, machen wir uns an die Arbeit. Zusammen werden wir stärker sein als Sie. In der sechsten Nacht seit Beginn der Ausschreitungen hat die Gewalt laut Innenminister nachgelassen. 45.000 Polizisten waren wieder im Einsatz. Die Gewaltexzesse der vergangenen Nächte haben heute Menschen in ganz Frankreich mobilisiert. Schauen Sie sich an, was Sie mit unserem Rathaus gemacht haben. Das ist erschütternd. Das ist doch unsere Stadt. Wir tun alles, damit sie vorankommt, offen und erfolgreich ist. Und jetzt das. In einer weiteren Krisensitzung hat die Premierministerin heute alle politischen Parteien an einen Tisch geholt. Die gewalttätigen Ausschreitungen, so das Fazit heute, sind nicht nur in den Problemvierteln ausgebrochen, sondern auch in bürgerlichen Bezirken. Präsident Macron hat für morgen ein Treffen mit rund 300 betroffenen Bürgermeistern angesetzt, um die Gründe zu analysieren. Danach erwarten die Franzosen Antworten von ihrem Präsidenten.